Immer wieder werde ich gefragt, ob sich Gebrauchtwaffenkauf lohnt. Gerade jüngst habe mich über E-Mail diese Frage bzw. Facebook Messenger diese Frage wieder ereilt. Hierzu möchte ich euch meine Meinung sagen. Lohnt sich denn der Gebrauchtwaffenkauf? Nun, im Vergleich zu manch anderem Land, wo relativ viel mit den Waffen geschossen wird, ist Deutschland in der Position, beziehungsweise der Gebrauchtwaffenmarkt in Deutschland in der Position, dass man sehr, sehr gut gebrauchte Waffen kaufen kann. Das heißt nicht, dass man keine neuen Waffen kaufen sollte, um Gottes Willen. Aber für denjenigen, der vielleicht nicht unbedingt das Geld zur Verfügung hat, um sich eine Neuwaffe zu kaufen, lohnt sich der Gebrauchtwaffenkauf allemal. Aufgrund der gesetzlichen Grundlage hier in Deutschland sind die Waffen relativ wenig beschossen. Teilweise kriegt man Gebrauchtwaffen, die vielleicht 500 Schuss durch haben. Und das war so. Und die kriegt man zu einem relativ kleinen Kurs. Ich persönlich habe von den 9 Kurzwaffen, die ich habe, lediglich eine einzige neu erworben. Alle anderen sind Gebrauchtwaffen. Ich habe für keine dieser Waffen mehr als 350 Euro ausgegeben. Und ihr kennt sie aus den diversen Videos oder meinen Reviews. Die sehen alle noch absolut top aus. Und sie schießen auch gut. Sofern der Schütze, der dahinter steht, damit umgehen kann. Der im Regelfall nicht ich bin. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, von privat habe ich bislang noch keine Waffen erworben. Ich habe meine immer in irgendeiner Form über einen zugelassenen gewerblichen Waffenhändler erworben. Das kann der Büchsenmacher Mattes in Frittisdorf gewesen sein, wo ich seinerzeit meine erste große Liebe, die CZ-75, erworben hatte. Oder auch die P226, die ich ja dann weggegeben hatte, um dann auch wieder bei Herrn Mattes die 1911er Colt Mark IV Serie 70-9mm zu nehmen. Alle anderen Waffen, bis auf meine FN International, habe ich dann über Zindel Präzisionswaffen erworben. Die FN International, die hat die seinerzeit tatsächlich über IGAN gekauft und bei einem Händler unten in Karlsruhe, ich weiß nicht mehr welcher das jetzt war, müsste ich nachgucken. Aber auch das hat eigentlich wunderbar funktioniert und ich hatte bislang eigentlich mit keiner der Waffen irgendwelche Probleme. Weder, dass sie irgendwie ausgeschossen gewesen wären, noch dass sie einen massiven hohen Verschleiß erlebt hätten. Und ich nehme da jetzt mal meine Luger 08 außen vor, weil von 1920 bis heute, die wird schon ein bisschen was gesehen haben, wenn nicht sogar ein bisschen Kampfeinsatz, würde mich auch nicht weiter wundern. Von daher kann ich eigentlich nur sagen, ja, absolut, Gebrauchtwaffenkauf kann ich zu 100% empfehlen. Insbesondere für den Einsteiger ist es etwas, man muss nicht immer ein 1.000er oder 2.000 oder 3.000 Euro auf den Tisch legen, um eine neue Waffe zu erwerben, wenn ich eine vernünftige, gute, gebrauchte Waffe auch auf den Markt bekomme. Aber am Ende des Tages muss das jeder für sich entscheiden. Es gibt genug Schützen da draußen, was auch vollkommen legitim ist, die sich einfach sagen, nein, ich möchte nur eine neue Waffe kaufen. Hey, das ist okay. Aber wer den Gebrauchtmarkt in Erwägung zieht, ich kann das absolut empfehlen. In diesem Sinn, wir sehen uns. Gefallen dir meine Videos? Geile Sache, finde ich echt cool. Seid ihr so gut, abonniert mich, bedient das Glöckchen und wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, ihr könnt mich über Patreon oder PayPal unterstützen. Die Gelder, das gebe ich euch in meinem Versprechen ab, gehen nicht in irgendeiner Form für mein Hobby drauf, sondern die sind wirklich nur für den Erhalt und den weiteren, besseren Betrieb des YouTube-Kanals, wie hier die Anschaffung meiner Greenscreen. Vielen Dank.